Dieses Rezept, also das für griechischen Krautsalat, gibt es jetzt schon fast 8 Jahre auf meinem Blog. Nun wird es an der Zeit, das Rezept auch auf YouTube zu veröffentlichen. Viel zu spät meiner Meinung nach, denn dieser Krautsalat ist einfach nur grandios lecker. Man kann ihn pur essen, einfach so beim Essen dazureichen oder natürlich ist er auch perfekt fürs Grillen. Wenn ihr gespannt seid, wie man ihn zubereitet, dann bleibt doch jetzt dran und viel Freude beim Videoschauen. Hier haben wir auch schon unsere Hauptzutat, unser Star des Salates, nämlich der Weißkraut, 1200 Gramm. Wiegt er jetzt, aber der Strunk wird großzügig entfernt und ich schneide auch ein bisschen was von dem härteren Blattstielen ab. Ihr könnt den Weißkraut mit der Hand schneiden, also besser gesagt mit dem Messer in der Hand oder ihn natürlich in einer Küchenmaschine geben und dort klein hacken. Ich finde das mit der Hand geschnitten allerdings fast schöner, denn es wirkt ein bisschen rustikaler und nicht ganz so klein gequetscht wie in der Küchenmaschine. Ich schneide mein Weißkraut jetzt mal klein, das ist für euch langweilig, deswegen seht ihr ihn gleich, wenn er schon klein geschnitten ist. Und da ist es auch schon mein klein geschnittenes Kraut. Ihr könnt sehen, hier habe ich ein paar Streifen geschnitten, dann wieder ein paar andere Stückchen geschnitten, ganz durcheinander. Meine Oma hat immer gesagt, das Kraut muss einige Zeit massiert werden, 5 bis 10 Minuten. Das machen wir ganz einfach mit gewaschenen Händen und tun es einfach quetschen. Aber nicht so doll, dass unser Kraut kaputt geht, sondern nur, damit er glänzt, glitzert und Feuchtigkeit los wird und wir die Blattstruktur oder die Krautstruktur ein bisschen aufbrechen. Ihr könnt dann sehen, es sieht aus, als wenn er anfängt zu schwitzen. So wollen wir ihn haben. Ist unser Kraut gut massiert und gekneten worden, können wir uns um den Sud kümmern. Dafür brauchen wir einen mittelgroßen Topf und geben alle Zutaten hinein. Das wären zum Beispiel 100 ml Öl. Ich verwende ein Sonnenblumenöl. Dann folgen 100 ml Essig eurer Wahl, am besten Weißweinessig oder Apfelessig. Weil das Ganze ganz schön sauer ist, benötigen wir etwas Süße, 80 Gramm Zucker oder Zuckersatz, um Kalorien zu sparen. Natürlich brauchen wir auch Salz, Meersalz 7 bis 10 Gramm. Getrockneter Thymian ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Und einen Esslöffel Kümmel, am besten ganz, da ihn meine Kinder nicht so gerne essen und kauen, gebe ich ihn gemahlen rein, so essen sie ihn, er fällt nicht doll auf und man hat trotzdem den Geschmack. Das rühren wir jetzt einmal um. Und dann geben wir unseren noch nicht fertigen Sud auf den Herd, kochen das Ganze einmal auf und lassen dann 5 Minuten köcheln. Das ist schon alleine wichtig, damit sich unsere Masse schön miteinander verbindet, der Zucker sich auflöst und die Aromen noch besser rauskommen. Ich mache das jetzt mal schnell und zeige euch dann gleich den aufgekochten Sud. Ihr könnt auch ab und zu umrühren, müsst ihr aber nicht, denn viel anbrennen kann ich. Und bitte geht nicht mit eurer Nase direkt über den Topf durch den Essig. Was ich auch vergessen habe, was ich jetzt hinzugebe, ist etwas schwarzer Pfeffer. Das Ganze köchelt jetzt bei mir so stark 5 Minuten. Ich stelle den Herd aus. Und dann können wir es auch schon auf unser Kraut gießen. So sieht es jetzt aus. Nehmt euch einen Spatel oder ein anderes Rührwerkzeug und umrühren. Vorsichtig, nicht hier unten anfassen, wo zu heiß ist, sondern wirklich oben am Schüsselrand und vorsichtig umrühren, denn unsere Flüssigkeit bzw. unser Sud ist sehr, sehr heiß. Fertig ist auch schon unser Krautsalat. Allerdings muss der unbedingt noch ziehen, damit die ganzen Aromen schön ins Kraut gehen und der Sud sich schön ins Kraut setzt. Mindestens 2 Stunden. Ich empfehle euch aber, den Salat über Nacht ziehen zu lassen. Ich lasse den Salat kurz ein bisschen kälter werden, da der Sud ja sehr heiß war. Und dann kommt er in den Kühlschrank, abgedeckt, bis ich ihn dann serviere. Und dann könnt ihr euren Krautsalat schon servieren und auch gerne 1, 2, 3 Tage später noch essen. Der schmeckt nämlich, je mehr er durchgezogen ist, immer besser. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis und freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Liebe und tschüss!